Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ich bin endlich jetzt mit Beginn dieser Folge auf der PlayStation 5 unterwegs. Ja, schön, dass ihr wieder da am Seil seid. Ich wunderbar, dass alles geklappt hat. Und wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Ich hoffe, dass meine Tonqualität so weit ist, dass man alles versteht und alles. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht die optimalen Einstellungen gefunden, aber nun ist das erstmal einfach so, wie es jetzt ist. Und wir machen heute mal die nächste Mission und die heißt der ausrangierte Commodore. Na los, Jungs, jetzt heute. Verfluchter Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Commodores. Ist das klar? Aye, Sir! Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Commodore die Kehle abschützen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Das tragen wir mal tot im Wasser. Na gut, ich töte dich. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Commodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Nichts riskieren. Da muss ich wieder auf die warten. Na denn. Schauen wir mal, wann ob wir was hinkriegen, ob wir was hinkriegen. Drück, um das Adlerauge zu machen. Ich soll erstmal nur verfolgen. Ich darf nicht mehr. Meins? Böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Und die beiden Männer zu uns. Ist der Klappe. Ist natürlich jetzt total super. Das ist natürlich klar, weil die zwei sich unbedingt einmischen mussten. Habe ich vorhin natürlich mein Ziel verpasst. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier dranbleibe an den Jungs. Schade, dass ich sie erstmal verfolgen muss. So, zwei haben wir so schon mal. So, ich will die Zweder mal. Zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel. Geht's mal mit Dublin gerade. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. You there! We'll catch you. Come here to next week. Ach, Mann! Weiter!
viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chapel. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um... So, die lenkt ihr mal ab da. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Und die beiden Männer schon. Ja, ist total toll, wenn ich die jetzt natürlich nicht sehe. So, lass mal die gerade mal ein bisschen in Ruhe. Die mal da sind in Ruhe. Wir gehen mal darüber. Immer gut. Oh, warte mal. Ja, das ist. Och Mann. Das ist natürlich super, wenn ich dir jetzt. Wenn ich mich da genau da. Oh, ich bleib da vor allen Dingen auch genau davor stehen, ne? So, hör mal. Ach Mann! Kommt, bleibt doch mal da, wo ihr eigentlich seid. Ich hätte, ich müsste. Ich will euch da eigentlich töten, irgendwann mal. Was? Wo haben die mich jetzt? Was haben die mich jetzt gemacht? Haben die mich jetzt echt in den Kriegs weh oder was?
euch auf die Befehle des Commodore vor. Aye, Sir. Ich hasse diese Mission, ich hasse diese Verfolgermission. Ich will die eigentlich gerne mal irgendwann mal durchhaben, die Nummern. So, wir machen uns mal gerade kurz Stücke näher ran an die Dinger. Und wir sollen jetzt Chamberlain. Jetzt sollen wir da hoch und jetzt dürfen wir uns bewegen. Jetzt dürfen wir erledigen. Jetzt haben wir die Nummer durch. Jetzt haben wir zumindest mal Gott sei Dank ein bisschen. Na komm. Lass uns auch da mal hoch. So, was haben wir jetzt hier als Aufgabe? Ambisszone, drei Mann. Und dann hoch mit dir. Die Frage ist, ob wir das durchkommen, ob wir das hinkriegen so einfach. Doch hat er uns nicht mitgeschnitten. Wenn du einfach mal herkommst, dann kann ich dich besser töten. Wartet auf mein Signal. Ziemlich immer gut. Oh,
Ich muss da mal hoch. Scheiße. Mann! Ich wollte da nämlich hoch mit dem Aufzug. Ich hab die aber nicht hinbekommen. So. Jetzt muss ich gerade gucken, wie machen wir das. Für diese eine optionale Aufgabe noch hinkriegen. So, ne, da noch nicht. Das machen wir anders. Der stellt sich ja da. Du musst ja sterben noch. Mann, ich will immer jemand zu viel will. Wieso verrecke ich denn regelmäßig jetzt gerade so ein bisschen? Weil ich immer zu viel will. Ich will diesen Typen eigentlich nur gerne mal aus dem Ding holen. Komm her. So, die Nummer ist durch. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich da hochkomme ohne Probleme. Jetzt hole ich mir nämlich die Typen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich den paar Luftangriff kriege. Vielleicht kriege ich den was Heck. Das wäre eine Idee, vielleicht über den Mast. Krieg ich denn über den Mast? Oh, könnte klappen. Denkt an unsere Mission, Männer. Wir versenken jedes gottverdammte Piratenschiff, das im nördlichen Hafen ankert. Wer an der Ehrbarkeit dieses Auftrags zweifelt oder wen meine Missachtung der Befehle des Governors unbehagen bereitet, kann man sich gerne verlassen und an Land gehen. Also kommt an Deck, Männer! Kommt alle an Deck! Bereitet das Topsegel vor! Gut so! In die Wanzen, so schnell es geht! Sind alle bereit? Wartet auf mein Signal! Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Commodore. Hat bestimmt nicht gezeigt, hat bestimmt nicht gereicht, oder? Das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr. Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer.
Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiter zu reden? Wenn dieser Heidi nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Oh, euch alle. Gut, dann haben wir aber, oder? Ne, haben wir nicht. Und es hat nicht gezählt, schade. Na gut, trotzdem haben wir die Mission erledigt. Sie werden jetzt eh nichts machen können. Ich werde jetzt quasi mehr oder weniger mal komplett auseinandernehmen hier. Das Schiff. Ja. Genau, da oben ist noch einer. Was ist denn der Typ? Da ist er! Perfetto, dann haben wir den auch erledigt. So. Und einmal kurz ins Wasser damit. So, da gucken wir mal gerade kurz, was wir da haben noch irgendwo. Weil die nächste Hauptmission ist hier oben. Da werden wir nämlich jetzt auch hinreisen, damit wir die in der nächsten Folge angehen können. Oder auch nicht? Vielleicht sind wir mit der Mission ja so weit durch. Eigentlich sind wir ja mit der Mission ja komplett durch. Feinde sind jetzt auch nicht mehr da, also die paar, die Leute sollen jetzt mehr oder weniger mal in Ruhe lassen. Oder konnte ich jetzt tatsächlich nicht. Warte mal kurz. Kann ich da nicht hinreißen? Geht das nicht? Vielleicht müsste ich doch da hinreißen können oder nicht? Schnellreise nicht verfügbar. Warum bist du da nicht? Warum gehst du da nicht mit hin? Ja, auch nicht, oder? Allgemein nicht? Nö. Allgemein nicht. Okay, wundere mich gerade. Naja, dann machen wir es halt zu Fuß. Dann ist es halt einfach so. Dann begegnen wir uns hier kurz zu dem Ort der Mission. Wie gesagt, Feinde sind jetzt gerade ja irrelevant, meiner Meinung nach. Es sind zwar hier einige noch, die so ein bisschen rumkreuchen und fleuchen, aber. Naja, so ganz ohne Commodore, ne? Hab da ja nichts mehr zu melden. Der ist nämlich tot. Den habe ich nämlich doch diese Erfahrung erledigt.
Ja, ich mag allgemein diese ich muss verfolgen Mission mag ich eigentlich gar nicht mittlerweile. Bin ich nie so der Fan von. Ich bin zum Beispiel so jemand, ja, okay, ist nicht immer möglich, aber da dieses Reingehen, das ist immer für mich am besten, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Ja, töte den Commodore, indem du auf sein Schiff gehst. Das mag ich gerne. Schade, dass wir es leider nicht auf die Reihe bekommen haben, den Attentat zu töten, damit wir die Aufgabe 100% zu schaffen, aber nun ja. Ist halt manchmal so. So, gucken wir mal kurz, dass wir Munition noch kaufen und dann haben wir den Feierabend für heute. So, Berserkerpfeile haben wir, Schlafpfeile haben wir, die sind sehr effektiv, die Dinger, ne? Und Rauchbomben brauchen wir, auch die. Meine Lieblingsdings, Rauchbomben sind immer gut. Gerade eine größere Menge als an Leuten. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit der Hauptmission hier. Tschüss!